Herzlich willkommen beim Lütze Automation Videoblog. Thema heute: die neue elektronische Lastüberwachung LCOS mit zweipoliger Abschaltung. Lütze hat nämlich das erfolgreiche LCOS Gehäusesystem, um eine einkanalige Lastüberwachung mit einer zweipoligen Abschaltung ergänzt. Hierbei sind Ströme von DC 1 bis 10 Ampere möglich. Die neuen LCOS CC und LCOS CCI erlauben eine selektive Absicherung einzelner DC 24 Volt Kreise mit jeweils unterschiedlichem Abschaltverhalten. Mit der neuen Lütze Lastüberwachung wird bei der Überlast oder bei Kurzschluss ausschließlich der fehlerhafte Strompfad abgeschaltet, und zwar komplett. Alles ohne Rückwirkung auf die Versorgung. Um den unterschiedlichsten Anforderungen aus der Industrie an das Ausschaltverhalten gerecht zu werden, besitzen die LCOS-Module die Möglichkeit, über einen Drehschalter 5 unterschiedliche Charakteristiken einzustellen. Im Einzelnen sind das Flink, Mittel sowie Träge 1, 2 und 3. Der Nennstrombereich kann ausgangsseitig von 1 bis 10 Ampere individuell gewählt werden. Das LCOS-System besitzt weitere einmalige Features wie die patentierten analogen Auslösekennlinien, den direkten Anschluss der Verbraucher mit Plus-Minus an steckbare Push-In-Klemmen oder eben die zweipolige Abschaltung. Im Rahmen dieser zweipoligen Abschaltung wird die Plus- und Minus-Versorgung für die anzuschließende Last im Fehlerfall abgeschaltet und zusätzlich galvanisch getrennt. Dies erweitert den Anwendungsbereich auf IT-Netze und für Anwendungen mit erhöhten Anforderungen, wie jetzt zum Beispiel in der Stahlindustrie. Lütze ist somit in diesem Bereich der einzige Anbieter mit einer hochintelligenten Komplettlösung im Systemaufbau wie LCOS. Doch das war noch nicht alles. Das System verfügt über weitere spannende Eigenschaften wie eine optische und elektrische Statusmeldung für die Signalisierung. Diese kann sogar auch direkt über das verwendete Feldbussystem erfolgen. Zusätzlich können bei der intelligenten Variante von LCOS CCI Strom- und Spannungswerte, Zählerstände, 90% Warnungen oder auch variable Schwellen zur Signalisierung angezeigt und eingestellt werden. Die zweipolig schaltenden LCOS-Module runden das Gesamtsystem ab und gewährleisten durch Zulassungen CULUS und DNVGL einen unbegrenzten Einsatz. So viel dazu. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal beim Lütze Automation Videoblog.